Also ich glaube, die Entwicklung wird dahin gehen, dass nicht alle Menschen gleichermaßen von dieser technologischen Revolution profitieren werden. Einige sehr stark, die wird es erfreuen, andere gar nicht. Und die Frage wird sein, wird man diejenigen, die auf der Strecke bleiben zunächst, wenn so etwas naturwüchsig abläuft, wird man die im Grunde genommen wieder einfangen können, sodass es zu keiner allzu großen gesellschaftlichen Verwerfung kommt. Wir reden ja faktisch über viele Jahrzehnte, über die das ablaufen wird. Wenn das mit der Artificial Intelligence so funktioniert, wie sich es manche Leute denken, Futuristen, dass 1929 oder danach die Maschinen klüger und intelligenter werden wie die Menschen. Also was hat der Mensch dann noch für eine Rolle? Er ist sozusagen Konkurrent gegenüber Maschinen bezüglich knapper Ressourcen. Da können Sie sich vorstellen, wenn der Gegner stärker ist als Sie,